Herzlich willkommen zu einem etwas ungewöhnlicheren Testspiel. Der SC Condor empfängt in der Winterpause einen Gast aus Niedersachsen, die A-Junioren-Bundesliga-Truppe von Hannover 96. Condor hat eine schwache Hinrunde gespielt, findet sich mit 17 Punkten aus 17 Spielen auf Platz 14 und somit mitten im Oberliga-Abstiegskampf wieder. Die Youngster von Hannover hingegen befinden sich ähnlich wie die Profis nach der Hinrunde im gesicherten Tabellenmittelfeld der A-Junioren-Bundesliga. Und er soll heute Hannover zum Sieg führen. Linton Maynard, hochgelobt nach seinem ersten Tor für die Profis im Test gegen Paderborn vor 4 Tagen. Heute wieder zurück in der Jugend. Hannover auch sofort die spielbestimmende Mannschaft. Schöner Pass auf Emre Aytun, der legt ab auf Maynard. Doppelpass und schon steht's 1:0. Gerade mal 2 Minuten gespielt. Linton Maynard zeigt, warum man ihn den Mini Sané nennt. Gedankenschnell und eiskalt. Sensationell gemacht vom 18-jährigen Shootingstar, den wir wohl bald auch in der Bundesliga sehen dürfen. Nächste Szene. Und wieder Maynard beteiligt. Im Mittelfeld fängt er den Ball ab, setzt zum Sprint an und lupft das Ding punktgenau in den Lauf von Thorisson. Doch der verpasst hier knapp das 2:0. Wir springen in die 38. Minute. Lionel Haier zieht in die Mitte, schön durchgelassen. Maynard auf Emre Aytun. Dem SC Condor bleibt hier scheinbar nur die Zuschauerrolle. Erneut wunderbar gespielt von der Hannoveraner A-Jugend. Das ist dann natürlich kein Problem mehr für Aytun. Hannovers türkischer Linksaußen trifft zum 2:0. Zum Ende der ersten Halbzeit dann Condor. Pure Verzweiflung. Das wird keine allzu entspannte Halbzeitansprache geben. Durchaus entspannt scheint allerdings Linton Maynard zu sein. Nach einem Tor und einer Vorlage hat er aber auch allen Grund dazu. Neue Halbzeit, altes Bild. Hannover im Angriff. Freistoß Maynard, Kopfball van Eupen. Doch wenigstens ein Condor-Spieler kann seine Klasse zeigen. Glanzparade von Hamburgs Amateurkicker des Jahres 2014, Sascha Kleinschmidt. Doch wenige Minuten später ist er chancenlos. Kopfballverlängerung Aytun. Jean-Luca van Eupen setzt sich gegen den 8 Jahre älteren Philipp Körner durch und sieht wieder Emre Aytun, der ungehindert einschieben kann. Die zukünftigen Profis einfach in allen Belangen besser. Sie gewinnen die Zweikämpfe, sie sind schneller und sie stehen besser. Die 3:0-Führung nach knapp mehr als einer Stunde hochverdient. Emre Aytun trifft hier bereits zum 2. Mal. Man sieht, warum Hannover auf ihn baut und ihn mit einem Vertrag bis 2020 ausgestattet hat. Für Hannovers Top-Talent ist es kurz danach bereits Zeit zu gehen. Linton Maynard verabschiedet sich Richtung Kabine. Job done. Doch sein Team spielt auch ohne ihn richtig guten Fußball. Schöner Pass von Rufidis auf den 17-Jährigen van Eupen. Der lässt Ken niederstehen, alt aussehen und verwandelt. Trocken unten rechts. Hannover immer mindestens 2 Schritte schneller. Die erfahrenen Amateure kommen überhaupt nicht hinterher. Ganz stark, wie der erst 17-jährige Angreifer Condors Verteidiger ins Leere laufen lässt. Van Eupen, der letzte Saison in der B-Jugend in 15 Spielen 12-mal traf, lässt sich das dann natürlich nicht mehr nehmen. Und wer denkt, dass das schon alles war, der sollte sich jetzt festhalten. Condor scheint sich nun komplett aufgegeben zu haben. Vollkommen unnötig wird hier der Ball vertändelt. Und danach ist die defensive Orientierung auch nicht mehr vorhanden. Die U19 von Hannover macht jetzt mit dem Oberligisten, was sie will. 5:0. Unglaublich. Wieder schön ausgespielt. Aber was war das denn bitte für ein Bock von Ken Niederstedt? Der sucht wohl immer noch den eben entwischten Van Eupen. Das darf doch wohl nicht wahr sein. Diesmal ist Nökvi Thorisson der Torschütze. Der isländische Stürmer muss hier aber auch nur noch einschieben. Ein Tor serviert wie auf dem Silbertablett.
Und Hannover hört gar nicht mehr auf. Nein, sie hören nicht mehr auf. Der eingewechselte Bürtschan entflieht der Kondor-Verteidigung, schaut, sieht im Rückraum Thorisson und der netzt erneut ein. Kein Mitleid mit dem SC Kondor. Das Team aus der Oberliga Hamburg wird Stück für Stück auseinandergenommen. Sie sind einfach nicht auf der Höhe. Man merkt, dass die Jungs von Hannover auf dem besten Weg ins Profigeschäft sind. Und wieder ist es Thorisson, der 2016 aus der U19 von Thor Akureyri, seinem isländischen Heimatclub, verpflichtet wurde. Er stellt hier seinen Torjägerinstinkt erneut unter Beweis. Zweites Tor innerhalb von 5 Minuten. Zum Glück für Kondor pfeift Schiedsrichter Adrian Höns die Partie kurz danach ab. Hannovers U19 gewinnt das Testspiel ohne eine Schwächephase und auch in der Höhe komplett verdient gegen eine chancenlose Oberligamannschaft, die gegen Ende in sich zusammenbrach. Thorisson, Meiner und Co. können sich somit zufrieden auf den Heimweg begeben. Vielleicht sehen wir den einen oder anderen ja bald im Kader von André Breitenreiter. Dem SC Kondor hingegen stehen schwere Zeiten bevor. Mit so einer Leistung wird es wohl nichts mit dem Klassenerhalt.